Hi Freunde, wie versprochen, in kürzester Nachfolge zu dem vorherigen Video kommt jetzt wieder ein neues Video. Ich bin Philipp von den Fahrschulhelden, ich bin Fahrschulleiter, ich bin Fahrschulunternehmer und heute geht es darum, dass ich auf eine Sache reagiere, die ihr mir geschrieben habt. Und zwar habe ich in den Kommentaren gelesen, dass ich einige Sachen in meinem letzten Video vergessen habe, beziehungsweise es wurde gefragt, wie ich Dinge so tue in der Fahrschule. Womit lernen die Fahrschüler? Mit welcher Software unterrichte ich im Moment? Was ist Oldschool, was ich Oldschool nenne? Und was ist das, was neu kommt, meines Erachtens? Ja? Und woher ich mein Wissen habe und sowas, das werde ich alles preisgeben und das werde ich alles sagen. Aber ich will euch erstmal auf den Stand der Dinge bringen und das mache ich direkt nach dem Intro. Bis gleich. So Freunde, also wir gehen jetzt mal in die Materie rein. Ich werde ganz viel über Fahrschulzeugs reden. Wenn du jetzt Fahrschüler bist, wenn es dich interessiert, was so im Hintergrund passiert, kannst du ganz gerne das Video gucken. Das wird aber höchstwahrscheinlich für Unternehmer und für Fahrlehrer und werdende Fahrlehrer wesentlich interessanter sein. Ja, aber wenn du natürlich gesundes Interesse hast, dann gönn dir das Video, da bist du hier genau richtig. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal für Fragen und sowas bedanken. Das ist genau richtig, das ist geil. Anders funktioniert das Ganze gar nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich da immer drüber. So, wir gehen jetzt mal auf meinen Desktop. Ich habe jetzt hier so eine schäbige Präsentation mal kurz zusammengewürfelt, damit ihr mal seht, wie ich bis jetzt gearbeitet habe und was für Erfahrungen ich gemacht habe. Ja? Nehmen wir mal das alte System, das seht ihr hier. Ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, ich habe auch ein paar Sachen rausgelassen, aber ich habe erstmal mein komplettes Unternehmen in drei Bereiche fahrschultechnisch gepackt. Und zwar einmal die Fahrschulverwaltung. Wie zeichne ich quasi meine komplette Fahrschulverwaltung auf? Wie mache ich das dem Straßenverkehrsamt oder der überwachenden Behörde? Wie zeige ich denen das, was ich mache und alles? Ja, dann habe ich das in Lernmaterial. Das ist das, was ich dem Fahrschüler an die Hand gebe. Ich nenne das auch nicht Lernmaterial. Das wird immer wieder gesagt. Das ist falsch. Das ist das Lernmaterial. Der soll ja was damit lernen, ja, und nicht lehren, weil viele sagen, das Material lehrt ihm ja was. Nee, gar nichts. Das lehrt ihm nichts. Ja, und dann habe ich zwei verschiedene Arten von Unterrichtssoftware gehabt. Und da reden wir auch drüber. Das heißt, Unterrichtssoftware ist die Präsentationssoftware, die vorgekaute, ja, dieser vorgekaute Mist hat. Ja, gut, darüber reden wir. Wir fangen ganz links an, ja, damit du das auch direkt siehst. Ich habe ganz lange die Fahrschul-Office David Vision benutzt. David Vision lief bei mir zu Hause auf dem Server, bei mir in der Firma auf dem Server und war, wie soll ich das sagen, die Amis sagen pain in the ass, ne? Pain in the ass, ja. Genau das war David Vision. David Vision ist ein Krampf gewesen. Ein richtiger Krampf. Grundlegend, das System funktioniert, da ist alles drin, was man braucht, so von der Bandbreite, von dem, was es kann, ist es auch die beste Fahrschulsoftware, die ich bis jetzt gesehen habe. Sieht aber aus wie Windows 95, sieht aus wie total hängen geblieben und es ist einfach so, wenn du da eine Bürokraft versuchst drauf zu schulen, kannst du die schon mal ein Jahr einstellen und dann kann die trotzdem noch immer nicht alles. Ich kann dieses Programm in- und auswendig und ich bin froh, dass ich es los bin. Ja, dann hat David da umgestellt auf irgendeine Cloud-Lösung, habe ich nicht mehr mitgemacht. Also David heißen die gar nicht, das ist Degener Verlag. Ne? Ich habe kein anderes System benutzt, ich habe nur das benutzt. Ich habe mich gegen alle anderen entschieden, das vom Verkehrsverlag Remagen, das nie fertig geworden ist, bis heute 2020 ist nie was geworden. WinDrive war für mich nie interessant, Vogel Verlag sowieso nicht, da waren die Knebelverträge zu hart. Ja, dann habe ich mich beim Lehrmaterial, da habe ich wirklich Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe quasi alle benutzt, die tun sich auch nicht viel. Also ich habe mal ganz am Anfang Fahrschulcard benutzt. Fahrschulcard ist ein reiner Online-Anbieter, da kriegst du, ich weiß nicht wie es heute ist, kriegst du die Dinger per PDF, also diese Lizenzcodes per PDF und du kannst ja auch Bücher bestellen. Ist eine super klasse Sache, war auch
wenn ich jetzt alle miteinander vergleiche, das beste System. Habe ich aber dann abgeschafft, weil mich natürlich die hier überredet haben, ihr System zu benutzen. Dieses 360 Grad, dieses Click and Learn heißt das eigentlich, das habe ich dann benutzt, ja. Und das war eigentlich deutlich teurer, aber dann habe ich gesagt, pass mal auf, Fahrschulkarte ist so und so günstig. Dann haben die das preislich angepasst. Ja, haben die auch gemacht. Also falls du gerade teurer bist als Fahrschulkarte, dann red mal mit denen, das geht. Ja, droh den einfach einen Wechsel an, funktioniert. Der Vorteil bei 360 Grad war, ich konnte manchmal, leider nicht immer, in meinen David-Vision sehen, wie der Fahrschüler lernt. Ja, wie viel der lernt und alles Mögliche. Ne? Boah, bei also teilweise 800, 900 aktiven Fahrschülern guckst du da sowieso nicht rein. Ne? Ist nur im Elterngespräch, wenn die Eltern fragen, warum kann mein Sohn nichts, gucke ich da ganz oft mal rein. Oder meine Tochter natürlich. Oder mein diverses Kind. Ne? Ja, auf jeden Fall, da konnte ich dann reingucken. Ja, ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, pass mal auf, ja, eigentlich ist das immer das Gleiche, ne? Das ist immer das Gleiche, das sind Bögen, die lernen die. Da gibt es teilweise Erklärungen zu, die keiner liest. Ich habe auch dann mal irgendwann die Lern-App vom Vogel Verlag gesehen. Da sind ja wirklich auch das Buch dahinter und alles. Ja, Leute, eigentlich ist es stumpfes Auswendiggelernte. Wollen viele Fahrlehrer gar nicht zugeben, ist aber so. Ja, und dann durch einen Bekannten von mir, der arbeitet bei diesem Verlag, der hat dann gesagt, pass mal auf, wäre cool, wenn du zu uns kommen würdest. Und dann bin ich zu denen rüber gewechselt und das war dann günstiger. Ja, die haben, das heißt Online-Teacher 24 oder Easy-Teacher, Online-Teacher, die können sich da auch nicht einig werden. Ne? Also findest du beides, na, ja, da ist mit Abstand, ist natürlich ein funktionierendes System, ist optisch am wenigsten ansprechend, da sind alle anderen schöner. Na, sind alle anderen schöner, funktioniert aber. Was mir nur tierisch auf den Sack ging, das ging mir hier auch auf den Keks, ist, die Verwaltung ist nochmal online separat. Ich habe nochmal ein separates System neben meinem System. Ich muss eigentlich immer zwei Monitore haben. Und wenn du ein Problem hast, kannst du dich nicht wie bei 360 Grad an die Firma wenden, sondern immer an irgendjemanden. Also das hier war der Support unterirdisch, da konnte mir teilweise gar keiner was sagen. Und Fahrschulcard hat zu lange gedauert. Dann hatte ich Hoffnung, Fahrschulgenie ist eine echt coole App gewesen, ist leider von so einer Grafik, was ist das, eine Grafikagentur, irgend sowas, ne? Eine Grafikagentur, keine Ahnung, so Mediendesign-Ding hat das gemacht. Hat auch am Anfang super funktioniert, dann konnten die es nicht mehr leisten, die Updates zu fahren anscheinend, ne? Und dann war das Ding scheiße. Vom Aufbau her das Beste von denen dann im Endeffekt, auch für den Fahrschüler am schönsten, kamen die Fahrschüler am besten mit zurecht. War auch das günstigste, das war mit einer Flatrate. Keine Ahnung, irgendwas total Krasses, die hätten hier alle platt machen können, da hast du irgendwie, lass mich nicht lügen, 60 Euro im Monat bezahlt und durftest so viele Apps verkaufen, wie du willst, also was ganz Verrücktes, ja, und ja, das war super interessant, funktioniert leider nur nicht, ne? Also deshalb, da habe ich sehr viel Erfahrung, die habe ich alle mitgenommen, ich habe auch ganz viele Sachen jetzt verheimlicht, zum Beispiel benutze ich für Berufskraftfahrer vom Verkehrsverlag Remagen, dieses Online-Teacher-Zeug, BKF-Teacher ist das, keine Ahnung, wie das heißt. Bei denen heißt alles anders. Ja, und teilweise auch vom Vogel Verlag habe ich das benutzt. Da weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Das habe ich auch benutzt. Für die Berufskraftfahrer war das vom Vogel Verlag das Beste. Ja, waren die aktuellsten Fragen drin. Die anderen, das war immer nur halbgar und halt nicht mit Liebe gemacht. Ne? Da muss man sagen, war der Vogel Verlag am besten. Benutze ich auch teilweise heute noch, ne? Für die Berufskraftfahrer. Also nicht für die Module machen, sondern die beschleunigte Grundqualifikation zum Beispiel machen. Oder die Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Geht bei uns beides und da braucht man einfach Zeug. Ich habe sehr früh gelernt, dass diese Bücher, die alle mitverkaufen, ne? Schön sind für die Fahrschule, so, also da machst du ja Umsatz mit. Die Einkauf ist halt wirklich günstig und Verkauf ist relativ teuer. Ich kenne Fahrschulen, die kaufen die für 11 Euro ein und verkaufen die für über 100. Das ist auf jeden Fall mal eine Marge dazwischen. Ne? Ich habe aber gemerkt, die Fahrschüler benutzen die gar nicht. Ne? Also bei mir nicht. Bei dir vielleicht anders, bei mir nicht.
gar nicht. Die haben die auch nie zum Unterricht mitgebracht und so. Es gab manche, die wollten vereinzelt mal ein Buch haben, damit sie nachlesen können. Naja, die brauchten eigentlich Nachhilfe. Ne? Gut, so viel dazu. Ja, jetzt habe ich zu allem was gesagt. Es funktioniert aber alles. Egal, was ihr hier seht, so grundlegend schlecht ist das gar nicht. Es hat schon alles funktioniert. Ne? Gut, dann hatte ich eine Unterrichtssoftware. Ich habe leider vom Degner die alte Unterrichtssoftware, das Logo, nicht mehr gefunden, weil das 360 Grad hatte ich, aber dieses Red nicht. Was da auch immer Red dran ist, keine Ahnung, bei mir war es Blue, also hier war noch alles blau. Und die Software, die benutze ich heute noch teilweise. Da die aber immer auf dem PC installiert sein muss, was totaler Absturz ist, habe ich mir dazu noch Power Control, das ist einfach das günstigste Programm vom Verkehrsverlag Remagen, geholt, damit ich, wenn ich an anderen PCs unterrichte, auch mal schnell mit dem USB-Stick einstöpseln kann und los geht's. Das kann dieses Programm, ist auch das günstigste, funktioniert super, muss ich sagen. Das soll jetzt beim Degener Verlag auch funktionieren hier, das ist eine Cloud-Lösung irgendwie, keine Ahnung, interessiert mich nicht, weil es einfach für mich komplett uninteressant ist. Gut. Jetzt muss man einfach mal überlegen, weshalb wollte ich aus diesem System heraus? Warum hatte ich da keinen Bock mehr drauf? Und zwar, wenn wir uns dieses Dreiergespann hier angucken, war das mal so. Also wir können eigentlich noch was Viertes daneben nehmen, den Simulator. Das Geile ist, ich habe mal für richtig Geld für den Simulator ausgegeben, lass mich nicht lügen, 12, 13, 14, 15, 16.000 Euro. Ja, und diesen Simulator vom Degener Verlag kann ich nur benutzen, wenn ich die Lern-App vom Degener Verlag habe. So arbeiten die nämlich. Ne? Und du kannst auch nur deine Sachen daraus sehen, wenn du ein Degner-Programm benutzt. Ne? Die wollen dir das ganze Paket andrehen. Und das ist denen auch ganz wichtig, dir das richtig anzudrehen. Ja, das bedeutet, die wollen so ein geschlossenes System, aus dem du nicht mehr rauskommst, auch wenn der Nachteil dann auf deiner Seite ist. Also die arbeiten nicht für dich, die arbeiten für sich. Ja, die sorgen auch dafür, durch irgendwelche schwachsinnigen Wartungen, ja, oder durch irgendwelche Programm-Updates, die meines Erachtens in einem Preis von einem Fahrschulprogramm drin sein müssen. Wenn ich das kaufe, ist das eure Pflicht, das Ding am Laufen zu halten, musst du halt regelmäßig dafür bezahlen. Wenn der Gesetzgeber da ein Update fährt, dann wollen die für alles da Geld haben. Besser wird dadurch eigentlich gar nichts. Da ändern sich nur Kleinigkeiten, aber die kosten dann halt mal 500, 600 Euro. Gar kein Problem. Und die sorgen halt dafür, dass das immer regelmäßig kommt. Ja. Design, seit 2013 ist das Design einmal überarbeitet worden. Bilder waren bis 2015 noch aus den 70ern. So arbeiten die halt eben. Ne, muss man einfach mal sagen. Ich weiß nicht, wie es beim Vogel Verlag ist, beim Degener Verlag ist es halt einfach so. Die Software funktioniert, die ist auch in Ordnung. Sie ist nur schrecklich hängen geblieben und dafür bezahlst du richtig Asche. Immer richtig Asche. Und wenn du mal einen schlechten Anmeldemonat hast, interessiert die das nicht, die wollen die Asche trotzdem. Die wollen auch am liebsten einen Bankeinzug, damit sie direkt von deinem Konto, auch wenn es dir schlecht geht, in der Corona-Zeit zum Beispiel, damit sie abbuchen können. Komm Junge, wenn du kaputt gehst, will ich wenigstens mein Geld haben. Ja, kann ich ja verstehen, ich bin ja auch Kapitalist so, aber das war immer so eine ekelhafte Sache. Die haben dann auch teilweise Boards verkauft, die einfach, also so Smartboards verkauft, die super funktionieren sollten. Aber was hier immer fehlte, egal wen wir uns jetzt hier angucken, hier außen, ne, da fehlt immer Support dahinter. Immer, das können die ganz schlecht. Versuch mal, wenn du ein Problem am Simulator, am Degener Simulator hast, einen Techniker zu erreichen. Leute, das könnt ihr vergessen. Das Ding kostet so viel wie ein Kleinwagen. Ist denen scheißegal. Die Techniker sind nicht zu erreichen. Ja, aber jede Softwarewartung kostet dann halt eben mal 30 Euro und die sollen sofort kommen. Ja, da rufen die dich an und wenn nicht, muss das zum Inkassounternehmen gehen. Ja, die sind halt richtig ekelhaft. Das ist keine coole Geschäftsbeziehung und da sind die alle gleich. Ne? Gut, und jetzt habe ich mir überlegt, pass mal auf, ich hatte jetzt Zeit in der Corona-Zeit, habe ich da eigentlich Bock drauf und irgendwie möchte ich das alles gar nicht. Und dann habe ich da noch so ein Problem und das habe ich hier gar nicht reingemacht. Wie mache ich das jetzt gerade? Ne? Dann gibt es noch ein Problem. Das habe ich euch nicht gezeigt. Ein Moment, ADAC-App, Lernbögen. Ich habe das hier ganz komisch, ich muss jetzt mal kurz... Ja,
Ja, und dann habe ich noch ein Problem gehabt die ganze Zeit. Also wer ein Fahrschulleiter von euch, der das Problem nicht hat, der macht was falsch, ne? Meine Fahrschüler sind halt keine doofen Idioten, sondern die sind schlau. Die haben dann gesehen, hey, guck mal, hier gibt es so eine ADAC-App und die ist kostenlos und eigentlich will ich die. Und ich will auch kein Buch, ich möchte nur die und da darfst du kein Geld dran verdienen. Ne? Das nehme ich dir weg quasi. Ne? Und da haben die keine Lösung für. Ne? Wie schaffe ich es, dass die Fahrschüler die App trotzdem kaufen? Wie mache ich das? Wie mache ich diese scheiß App unverzichtbar? Da machen die sich keine Gedanken drum, weil das ist das Problem der Fahrschule. Die arbeiten nicht für die Fahrschule, sondern für sich. Ist denen scheißegal, dass du den Simulator dann nicht benutzen kannst. Ja, das ist dann das Problem der Fahrschule, dem zu erklären, dass wenn du meine App nicht nimmst, du den Simulator nicht benutzen kannst. Was hat denn die App mit dem Simulator zu tun? Keine Ahnung, Alter. Das kann ich dir selber nicht sagen. Das hat Mr. Degener erfunden, damit du und die Fahrschule halt richtig blecht. Mehr nicht. Ne, was die miteinander zu tun haben, wegen dem Lernstand oder sowas, damit der aufgezeichnet wird, ist komplett schwachsinnig. Und das könnte ich dir als Fahrschulleiter noch nicht mal erklären, wofür ich da Geld nehme. Kann ich dir nicht sagen, wofür. Und das ist nicht okay. Ja, und das hat mich tierisch aufgeregt. Ich bin die ganze Zeit weil meine Kundschaft ist nicht blöde. Natürlich habe ich blöde Leute, aber ich habe auch hochintelligente. Denen kann ich die Scheiße nicht erzählen. Die holen sich die ADAC-App und dann sagen die, leck mich am Arsch. Ja, oder die holen sich irgendeine andere App, die es kostenlos im Play Store gibt und bestehen auch die Theorieprüfung. Weil die ganze Erklärungskacke, die hier drin ist, brauchen die gar nicht. Das ist für die komplett unnötig. Ja, und das muss man sich mal vor Augen führen und so ehrlich sein, das braucht er nicht, der Fahrschüler, der braucht das nicht. Der braucht nur eine App, wo er die Bögen machen kann, die aktuell ist, klack, 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 klack. Und der braucht nicht eine App, was hier, die reiten immer darauf rum, da kannst du das Logo der Fahrschule reinmachen. Alter, da kann ich, keine Ahnung, einen Scheißhaufen reinprojizieren, das ist genauso interessant, ne? Interessiert niemanden. Ja, und das System ist so hängen geblieben und die Typen haben richtig Asche und die sitzen dann im Verkauf mit einer Breitling vor dir und du denkst dir, Alter, du verkaufst aber noch immer ein System von 1972, weil du hängen geblieben bist. So, und das ist auch nicht meine Aufgabe, denen das zu sagen oder sowas, das müssen die eigentlich selber merken und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht. Philipp, wie kommst du aus diesem Mist raus? So, und ich dachte mir vor allen Dingen, Philipp, du musst aus dieser Zahlungsspirale raus, dieser Zahlung, dieser ständig, ich will Geld von dir, Scheiße. Wenn sich mal einen Monat bei mir keiner anmelden würde, möchte ich nichts bezahlen, gar nichts, null Euro. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ich mal irgendwann tot umkippe oder sowas, kann es ja nicht sein, dass ich, keine Ahnung, mein Unternehmen hinterlasse mit regelmäßigen Forderungen. Da dürfen sich meine Erben damit auseinandersetzen, dass der Degener Verlag von mir noch Geld haben will. Na, und dann sagen die, nein, sowas würde ich nie machen. Natürlich macht ihr das. Na, das will ich nicht. Na, ich möchte volle Kontrolle über meinen Abfluss haben. Damit du verstehst, was ich mit Abfluss meine, es gibt in jedem Unternehmen einen Brunnen, da kommt Geld raus und einen Abfluss, da geht Geld rein. Ja? Also quasi Brunnenabfluss. Ne? Ich will Kontrolle über diesen Abfluss haben. Ein Stöpsel will ich haben. Ja, du holst ja auch keine Badewanne ohne Stöpsel, da macht die Badewanne keinen Sinn. Ja, und genau aus diesem Grund will ich Kontrolle über alles hier haben. Alles. Und gleichzeitig will ich meinen Fahrschüler verklickern können, wofür ich dir Geld haben will und ich muss damit leben können. Ich muss abends im Bett liegen können und schlafen können wie ein Baby. Das ist mir wichtig, weil ich mit Herz und Blut Unternehmer bin und ich möchte den Leuten was mitgeben und nicht ein schlechtes Gefühl. Am besten eine super Ausbildung, das wäre geil. Ja, und deshalb habe ich rumgeforscht. Was kann ich machen? Wer ist cooler, wer ist uncooler? Gut. Und dann bin ich irgendwann mal auf Fortbildung 33 gestoßen. Ja, und jetzt gehen wir mal in den nächsten Bereich. Ja, bevor ich auf Fortbildung 33 gestoßen bin, habe ich schon angefangen, Lehrmaterial zu bauen für mich selber. Ja, ich habe sogar überlegt, eine eigene App zu machen und bin aber dank Fortbildung 33 davon quasi weggekommen. Ja, also ich sage gleich den richtigen Namen, weil ich bin erst auf Fortbildung 33 gestoßen und nicht auf die Firma, die das hier macht.
Ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Firma ist. Ist der gleiche Inhaber, aber ich glaube schon. Irgendwie hängt das alles zusammen. Aber ist auch gar nicht schlimm. Ja? Gut, jetzt habe ich, das ist der aktuelle Stand, was ich aktuell mache. Und was auch mein Ziel ist. Ich habe auf Fahrschulcockpit umgestellt. Fahrschulcockpits bezahlt mich nicht hierfür, ich kriege gar nichts dafür. Die haben mir mal so einen Rabattcode geschickt, muss ich sagen, dass wenn ich dir jetzt Fahrschulcockpit aufschwatze, ich kriege dann dafür irgendwelche Seminare, die meine Angestellten besuchen können. Ja, gibt es. Aber da ich dir diesen Code gar nicht sage, kriege ich das nicht. Will ich auch gar nicht. Ne, dann, denn wenn ich was will, ist das Geld und nicht irgend sowas. Ne, deshalb Fahrschulcockpit. Wenn jetzt der Umsatz so geht durch mich, na, dann schickt mir einfach Gutscheine. Nein, Quatsch. Also, ich bin auf Fahrschulcockpit gestoßen. Und ich muss sagen, ich bin ein kleiner Fanboy von dieser ganzen Sache. Und zwar aus folgendem Grund. Fahrschulcockpit ist jetzt nicht die krasseste Lösung von allen. Das ist einfach nicht so. Das ist jetzt nicht so, dass die irgendwas richtig krass neu erfunden haben. Ja, das ist eine Fahrschulverwaltung mit einer Lern-App dabei. Wow, das war's. Ne, das war's jetzt grundsätzlich erstmal. Und da denkt man sich so als Unternehmer, und das habe ich auch am Anfang gedacht, ja, okay, ja, machen die anderen ja auch. Ja, und das Krasse ist, du kannst dich noch nicht mal gegen diese Lern-App wehren. Ja, kannst nichts tun. Du bezahlst hier pro Fahrschüler. Das bedeutet, du hast, wenn du eine Anmeldung hast, kostet der Fahrschüler, ich weiß es gerade gar nicht, ich sag jetzt mal, was ich denke, ich glaube, es sind 25 Euro. Ich könnte gerade lügen, vielleicht ist es mehr. Der Nils von Fahrschulcockpit wird das bestimmt hier drunter schreiben. Ich kenne die aktuellen Preise gerade gar nicht, weil es mich nicht interessiert. Und das ist schon krass, das interessiert mich nicht. Weil dieses Produkt mir mehr gibt. Ja, deshalb ist es mir total Wurst. Ich bezahle für dieses System pro Fahrschüler eigentlich mehr als bei meinem alten. Aber da reden wir gleich mal drüber. Ja, warum es sich trotzdem lohnt. Fahrschulcockpit ist ein geiles Verwaltungsprogramm, das im Browser läuft. Also in der Cloud. Also im Himmel. Ja, also das sitzt in irgendeinem Datenspeicher, der DSGVO sicher ist und sowas. Das wird ja immer wieder gefragt. Das ist vor allen Dingen für alle, die keine Ahnung von PCs haben. DSGVO können die alle. Sitzen die Sachen im Ausland? Und wenn? Interessiert auch kein Schwein. Ne? Aber bei Fahrschulcockpits sitzen die in Deutschland DSGVO sicher. Ja, also die sind sicher. Ja, und kann auch nicht der Strom weg sein und dann sind deine Daten weg oder sowas, sondern da werden auch Festplatten gespiegelt in so einer Serverfarm. Kümmer dich mal darum, über diese Bildung brauchst du, um das zu verstehen. Ja, was eine Serverfarm ist, wie das funktioniert. Das Ding ist also in der Cloud. Ich kann also von zu Hause einfach in mein Fahrschulcockpit reingehen und kann da noch was machen. Da ich eine WhatsApp-Hotline habe und mich Leute manchmal was fragen, kann ich zu Hause, ich habe zum Beispiel montags einen halben Tag, montags komme ich immer erst mittags in die Firma und da beantworte ich Fragen von zu Hause. Das ist gar kein Problem. Also ich arbeite hier im Homeoffice dann, ihr kennt das so ein bisschen Corona-mäßig, ne? Ich arbeite dann im Homeoffice und ja, und das kann ich halt alles. Ich kann das sogar auf dem Pad machen, auf dem iPad oder sowas. Funktioniert alles. Ich kann jederzeit auf Sachen zugreifen. Ich kann jederzeit gucken, was meine Fahrlehrer machen. Ich kann jederzeit gucken, ob meine Fahrlehrer die Unterschriften gesammelt haben. Ich kann aktuell immer gucken, was an Kohle da ist, wie viele Ausstände da sind. Alles auf einen Blick, auf einen Klick. Das funktioniert einfach. Ja? Und die waren am Anfang mittelmäßig gut. Ja, und dann kommen die ganzen Unternehmen jetzt da rein, die haben hunderte von Kunden, also ich schätze mal noch nicht tausende, aber hunderte von Kunden und alle mosern natürlich über so Kleinigkeiten und dadurch werden die ganze Zeit besser. Da gibt es ein Ticketsystem, das gibt es bei Microsoft seit 1990 wahrscheinlich, ja, ein Ticketsystem, da schreibst du hin und dann bearbeiten die das, wenn die Zeit dafür haben und dann rufst du keine scheiß Hotline an, wo nie jemand ist. Ja, da brauchst du auch keine E-Mail irgendwo hinzuschreiben, wo nie jemand darauf antwortet. Nein, die haben ein Ticketsystem und das arbeiten die ab. Die haben bis jetzt einmal nicht auf ein Ticket von mir reagiert, dachte ich. Und auf einmal 6 Wochen später wurde es behoben und dann kam, hey, ja, wir haben dran gearbeitet, sorry, dass wir nicht geantwortet haben. Ja, machen die.
Ja, und das funktioniert. Und gleichzeitig hast du diese DriveBus-App da drin. Und diese DriveBus-App, die ist der Shit. Diese DriveBus-App kann nämlich, wenn es um Lern-Apps geht, nur das Mindeste. Die ist der Kracher. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das Ding. Da klickst du drauf, Übungsbögen, Prüfungsmodus, das war's. Keine Erklärung, kein gar nichts. Bilder, Videos, mehr gibt's da nicht. Gar nichts. Für Doofe ist das gemacht. Also da kann man mit dem Finger drauf rumtippen, da kannst du nichts falsch machen. Und genau solche Apps will ich haben, für Doofe. Weil meine Fahrschüler sind manchmal recht schwierig, was so das Handling von Software angeht. Ja, und deshalb brauche ich da nicht irgendwie 70 Klicks, 90 Unterverzeichnisse, sondern dieses Ding ist stumpf darauf ausgelegt, dass die Leute da einfach mal lernen können. Einfach so. Ja, kurz und schmerzlos. Wenn ihr wollt, schreibt das mal drunter, dann mache ich mal über diese DriveBus-App, mache ich mal ein Video. Ja, und dann zwei Funktionen und deshalb ist das das Coolste, deshalb ist das der Shit. Erstens mal sieht der Schüler immer seinen Kontostand. Der sieht immer seinen Kontostand. Es gibt keine Ausrede mehr, Rechnung nicht zu bezahlen. Da gibt es noch ein anderes System dabei, darüber will ich heute gar nicht reden. Aber der sieht immer, ob er in den Miesen ist. Und er sieht seine Termine. Mega. Wir planen ja Ausbildung von Anfang bis Ende schon durch. Der sieht seine Termine und vor allen Dingen schreibt er mir sonntags nicht mehr. Herr Philipp, wann ist morgen die Fahrstunde? Ah, der steht in deiner scheiß App drin. Und jetzt kommt natürlich die Frage, warum kaufen sich meine Fahrschüler nicht die ADAC-App? Weil die dann ihre Kontostände nicht sehen und ihre Termine nicht sehen und einen ganz klaren Nachteil haben. Das sehen die nicht. Das heißt, ich sage meinen Fahrschülern, gerne kannst du die ADAC-App nutzen, aber du wirst Nachteile haben. Ja, was denn für welche? Ich muss auch nur lernen. Ja, du kennst deine Termine nicht, wir können dir nicht sagen, wann Fahrstunden sind, du siehst nicht, wann du da warst, du siehst gar nichts. Ja, und dann sagen die meistens, ja, was kostet die denn? Und dann ist die bei uns im Paketpreis mit drin, den ich jetzt gerade nicht leaken möchte, kannst du bei mir auf der Homepage gucken. Ne? Und dann kaufen die das. Da gibt es keine ADAC-App oder irgendeine Scheiß-App hier. Mein Bruder hat die 360-Grad-App, die benutze ich auch noch, die updatet sich noch. Oh, Alter. Mein Bruder hat Online-Teacher irgendwas, ne? Nee, gibt es nicht mehr. Gleichzeitig verkaufe ich dazu noch mein Lernbuch. Ja, und zwar benutze ich das als Workbook. Ich verkaufe keine Bücher, weil die Bücher nicht benutzt werden, sondern nur noch Workbooks, wo drin gearbeitet wird. Ja, da wird wirklich drin gearbeitet. Das wird jeden Theorieunterricht benutzt. Meine Fahrlehrer kriegen sofort einen Brennnesselarm, wenn die das Ding nicht ausfüllen lassen und damit nicht Gruppenarbeiten machen lassen. Dann kriegen die sofort einen fiesen Brennnesselarm. Und deshalb muss es benutzt werden. Und die Fahrschüler verstehen diesen Sinn dahinter. Die verstehen das. Die raffen, warum ich das mache. Ich kann jedem erklären, warum ich das mache und warum sie das nehmen sollten. Und die nehmen das alle. Das ist krass. Ich habe über 100 Verkäufe im Monat nur für dieses Ding hier. Ja, und jetzt kommen wir nochmal unternehmertechnisch. In der Corona-Zeit, was hat mich Fahrschulcockpit in der Zeit gekostet? Null. Gar nichts. Wie viele Updates haben die in der Zeit gemacht, in der Corona-Zeit? 2. Was haben mich die Updates gekostet? 0. Die machen einfach weiter, die Typen. Ja, in der Zeit, wo es mir richtig kacke ging, jedem anderen Unternehmer auch, ne, da haben die kein Geld von mir genommen, weil sie mir gar keine Leistung zur Verfügung stellen. Haben die trotzdem weiter an ihrem System gearbeitet? Ja, haben sie gemacht. Die haben sogar Online-Anmeldungen und alles eingeführt, damit das noch cooler wird. Damit ich auf meine WordPress-Seite noch Online-Anmeldungen reinmachen kann, weil sie mitgedacht haben, Leute. Die denken mit, die anderen denken nicht mit. Die anderen sind fett und alt. Ja, fett gefressen vom Geld und alt. Ja, und die hier denken noch mit. Ja, die denken im Sinne des Fahrlehrers. Genauso wie ich im Sinne des Fahrschülers denke, denken die für mich mit. Deshalb habe ich mich so entschieden. Und die Unterrichtssoftware, da habe ich gar keinen Bock. Und das sage ich euch ganz ehrlich. Das hier ist außerdem das Logo von Google Presentations. Das benutze ich gerade auch. Ja, nur schlecht. Sonst mache ich das cooler. Ich habe keinen Bock, hier irgendeinem Verlag das Geld in den Hals zu werfen, der sich überhaupt nicht für mich interessiert und sich gar nicht Mühe gibt, wo kein Herzblut dahinter steckt, wo auch kaum mehr ein Fahrlehrer drin arbeitet oder nur noch der Müll, der übrig geblieben ist, den die Fahrschulen nicht mehr haben wollten. Ne, sondern das funktioniert halt, weil es von mir ist, für mich. Das ist sinnhaft, das kann ich dem Fahrschüler vertreten, da ist mein Herz drin. Ja, das ist cool für mich. Ja, und deshalb favorisiere ich persönlich diese Variante. Ja,
Du kannst das gerne machen, wie du möchtest. Das ist meine Meinung, meine Fahrschule und mein Konzept. So mache ich das. Das ist für mich der beste Weg. Ja? Vielleicht gibt es Argumente dagegen. Vielleicht denkst du jetzt, nee, das sehe ich da ein bisschen anders. Ja, sag es mir, schreib es mir in die Kommentare. Aber so arbeite ich und für mich ist das die beste Variante. Es ist einfach die beste Variante. Ja? Und dann gibt es noch tausend andere Sachen, die ich noch gar nicht gesagt habe, mit einem Zahlsystem, das noch dahinter hängt, wo ich mir keine Gedanken mehr machen muss, ob mein Fahrschüler Kohle bezahlt. Dann kannst du jede Rechnung per E-Mail direkt schicken. Die Fahrschüler kriegen alle Rechnungen und alles. Es ist alles erledigt. Dann haben die noch eine Fahrschulbuchhaltung dahinter, was die anderen alle nicht haben oder nur halb gar. Die können auch nicht mal einen richtig schönen Briefbogen auf eine Rechnung machen. Ne? Ich erkenne mittlerweile die Degener Fahrschulen an den hässlichen Briefen, an den hässlichen Rechnungen. Ja, sogar vielleicht sieht das jemand von diesen Fahrlehrerfachschulen, eure Rechnungen sind alle hässlich, weil sie alle vom Degener Verlag sind. Die sind hässlich wie die Nacht. Ja, weil im Moment gibt es nur vom Degener anscheinend eine Fahrlehrerausbildungsstättenverwaltungssoftware. Gibt es dieses Wort? Keine Ahnung. Ja? Und das ist der erste Schritt in Richtung, warum ich Unterrichte so mache. Und jetzt könnt ihr das überhaupt nachvollziehen. Ja? Und so ergibt das halt alles einen Sinn, warum ich Sachen so tue, wie ich sie tue. Ja? Cool. Wenn du Fragen hast, schreib sie unten drunter. Fragen sind mir immer ganz wichtig, weil dann mache ich Videos basierend auf diesen Fragen, wenn sie sinnvoll sind. Wenn du jetzt hier drunter schreibst, wie alt muss ich sein für den Mofa-Führerschein, kriegst du von mir auch einen Brennnessel-Arm. Like bitte das Video, dann kann ich immer weiter welche machen. Unterstütz mich, das ist die kostenlose Art, so einen Kanal am Leben zu halten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. High five, ciao.